Wir blicken auf diesen Tag mit vielen Nachrichten. Ich begrüße Andreas Wolf, Chefredakteur vom DAX Bulletin. Schönen guten Morgen, Herr Wolf. Wir haben es gerade gehört, das GfK-Konsumklima wurde veröffentlicht. Wie schätzen Sie jetzt die Auswirkungen auf den Markt ein? Ja, schönen guten Morgen. Na, ich denke, die Auswirkungen werden doch relativ gering bleiben, weil man jetzt nicht großartig erwartet hat, dass sich da Bewegungen ergeben haben, die jetzt eine andere Sichtweise auf den Markt werfen würden. Insofern wird das Verbrauchervertrauen, dieses GfK-Verbrauchervertrauen, den DAX nicht groß beeinflussen. Es wird mehr wichtig sein, was in den USA passiert, welche Entwicklungen sich in den USA ergeben. Und hier ist sicherlich das Verbrauchervertrauen in den USA wichtiger für den deutschen Markt als das in Deutschland. Dann schauen wir auf die anderen Nachrichten, die heute den Tag bestimmen. Wir haben gestern Abend schon Zahlen gesehen von der Deutschen Bank. Die waren deutlich besser, als man erwartet hatte. Und dazu noch der Paukenschlag mit der Kapitalerhöhung. Man möchte jetzt endlich die Eigenkapitalquote deutlich erhöhen. Wie bewerten Sie diese Überraschung? Ja, die Deutsche Bank ist der schlechten Nachrichten überdrüssig, um das mal so zu sagen. Sie möchte auch wieder das Heft des Handelns in die Hand bekommen. Das hat sie natürlich jetzt A, mit dem guten, relativ guten Ergebnis bekommen. Man muss natürlich sehen, dass dieses Ergebnis etwas weniger aus dem operativen Geschäft heraus, also dem aktiven Geschäft heraus passiert, sondern eher dem Sparprogramm zu verdanken ist. Nichtsdestotrotz werden damit natürlich die Zielvorgaben, die die Bank hat, mehr als erfüllt. Und das ist sicherlich etwas, was den Markt dann in die Zukunft hinein schon erfreut, weil die Bank dann auch wieder etwas handlungsfähiger wird und nicht nur reagiert, sondern auch wieder agieren kann, das eine. Das andere ist natürlich genau in der Folge diese Kapitalerhöhung, dieser Schnellschuss, um mal so auszudrücken, der vom Volumen her sehr überschaubar ist und der auch im Wesentlichen nicht zulasten der Aktionäre gehen wird. Insofern eine zweite sehr gute Nachricht für die Aktionäre, und das bewegt die Aktie dann natürlich eher in Richtung Norden, also nach oben. Zusammen auch mit den Zahlen der UBS mal wieder positive Nachrichten, also für den Bankensektor. Schauen wir weitere Zahlen für den Leitindex DAX. Es gab noch Zahlen eben von Fresenius und der Tochter FMC. Das EBIT von Fresenius 5% gesteigert. Der Chef zeigt sich sehr zufrieden, weil das Chefs immer tun oder weil die Zahlen wirklich gut sind? Nein, die Zahlen sind schon wirklich gut, und das ist so ein bisschen das Gesetz der Serie. Diese beiden Unternehmen haben eine gewisse Solidität, die an den Märkten natürlich auch sehr geschätzt wird. Wobei dann immer die Frage ist, in welchem Ausmaß ist die Aktie in Anführungszeichen etwas vorgelaufen und hat diese Ergebnisse schon etwas eingepreist. In dem Fall ist das schon passiert, sodass eine gewisse Reaktion nach oben dann natürlich auch ausbleibt, sondern ein paar Gewinnmitnahmen stattfinden werden, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir diese Dividendensaison praktisch haben und die Aktien dann natürlich dann auch wieder ein bisschen ausatmen. Nichtsdestotrotz, die Ergebnisse sind sehr gut, die Prognosen sind ohne Frage natürlich auch mehr als in Line, und das dürfte mittelfristig bis langfristig weiter die Aktienkurse von beiden Unternehmen befördern. Wenn wir jetzt gerade schon gute Nachrichten für den Bankensektor haben, sprechen wir auch nochmal über schlechte Nachrichten, insofern, dass die Commerzbank jetzt ja quasi ein Pennystock im Schafspelz ist. Man ist unter die 10-Euro-Marke gefallen, dank des Reverse-Splits, den man ja vollzogen hat. Letzte Woche ist man jetzt immerhin deutlich im Bereich über 9 Euro. Trotzdem, eigentlich wäre man jetzt ja eben ein Pennystock. Man wäre unter der 1-Euro-Marke, wenn man diesen Reverse-Split nicht vollzogen hätte. Wird das langfristig auch so bleiben? Das hängt ganz davon ab, wie die Commerzbank sich im Laufe der nächsten Jahre aus der Umklammerung, sage ich mal, des Staates befreien kann. Und das wird sicherlich eine mega Aufgabe für die Bank sein, das zu tun. Nichtsdestotrotz ist der Staat ja auch ein Garant dafür, dass es die Commerzbank als solche überhaupt noch gibt. Also es ist ein Hängen und Würgen auf der einen Seite und mitgehangen und mitgefangen auf der anderen Seite. Ich glaube aber nicht, dass man so schwarz malen muss bei der Commerzbank, dass man sagen sollte, diese Aktie wird dann, sage ich mal, in 2-3 Jahren auch die Hälfte wert sein. Wir müssen immer uns vergegenwärtigen, dass eben doch da relativ viel Power dahinter steckt im Endeffekt. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass dieser psychologische Schritt, den man da vollzogen hat, eben, dass die Aktie jetzt eben kein Pennystock ist, sondern eben dann 9 Euro ein paar zerquetschte kostet,
dass der seine Wirkung verfehlen wird. Ich glaube schon, dass diese Wirkung sich dann auch irgendwann entfalten wird, wenn es zu einer mittelfristig wieder stärkeren Verbesserung des Bankensektors kommen wird und wenn die ganze Aufregung um die Regulierung sich etwas gelegt hat und man dann auch wieder mit den Geschäftsmodellen etwas weiter vorankommt, dann wird auch die Commerzbank sicherlich davon profitieren. Bis dahin braucht man allerdings als Commerzbank-Anleger weiterhin starke Nerven. Dankeschön, Andreas Wolf vom DAX Bulletin. Schönen Tag Ihnen. Ihnen auch. Herzlichen Dank.